Herzlich willkommen zu Südstadt TV, zu unserer zweiten Folge. Heute zu Gast Andreas Pittner, der Torwart der ersten Mannschaft, und aus der zweiten Mannschaft der Mittelfeldmotor Benedikt Keller. Pitti, die erste Mannschaft am Sonntag mit einem 1-1 in Donsdorf beim Tabellenführer. Kann man mit dem Ergebnis zufrieden sein oder wäre da mehr drin gewesen? Servus erstmal, besten Dank für die Einladung zur Südstadt TV. 1-2 in Donsdorf ist zu wenig, meiner Meinung nach, zu wenig. Wir wollen Aufsteiger, Relegation muss drin sein. War zu wenig Dampf von uns, meiner Meinung nach. 1-1 ist okay, aber meiner Meinung nach zu wenig. Ich wäre für einen Sieg gewesen, wie jeder andere wahrscheinlich auch, aber war kein einfaches Spiel. Beide Seiten hatten ihre Chancen und wir müssen uns steigern auf jeden Fall. Relegation muss einfach mehr kommen, Aufstieg muss drin sein. Okay, wir haben dann mit Donsdorf natürlich einen Gegner gehabt, der sehr stark aufgespielt hat, spielerisch starke Mannschaft ist. Jedoch werden wir, wenn wir die Relegation schaffen, auf einen Gegner der ähnlichen Kategorie stoßen. Wäre das dann machbar oder wie steht die Mannschaft zur Relegation? Fühlt ihr euch überhaupt bereit für die Aufgabe? Mannschaft steht zur Relegation, ganz sicher ja. Und Gegner kann kommen, wer will. Gewinnen müssen wir alles. Und für mich ist das keine Frage, ganz ehrlich. Wir müssen raus aus der Liga. Gegner kann kommen, wer will. Das interessiert mich gar nicht. Ganz ehrlich, ich beschäftige mich gar nicht damit. Klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ist so. Kannst kommen, wer will. Kein Problem. So, dann bedanken wir uns bei Andreas Pittner. Sehr optimistische Aussagen gegenüber einer bevorstehenden Relegation. Benny Keller am Sonntag. Kommt der frisch auf Göppingen, der bis jetzt sehr, sehr stark aufspielt in der Rückrunde. Ist da was zu holen, vor allem daheim, oder wie geht die zweite Mannschaft in das Spiel rein? Wir gehen voll motiviert. Natürlich kommen da alte Bekannte mit dem frisch auf Göppingen. Daheim sind wir ungeschlagen mit unseren Fans im Rücken, würde ich sagen. Packen wir's. Da haben wir auch der erste geschlagen daheim. Ist alles möglich auf jeden Fall. Nochmal kurz zu dem Spiel. Vergangenen Sonntag in Uhingen. Ein 1-1 in letzter Minute bei strömendem Regen. Wie war das Spiel? Ich sag mal, zu diesem Spiel kann man nicht viel sagen. Mund ein bisschen abhaken. Passiert. Die letzten Spiele haben wir gut bestritten. Dieses Mal ist es nicht so gut gegangen. Aber diesen Sonntag wollen wir die 3 Punkte im Baronwald behalten. Und das wird auch Stil sein. Und das packen wir. So, dann danke ich euch beiden Jungs. Die Aktive schaut wie die erste und die zweite Mannschaft sehr optimistisch auf das bevorstehende Wochenende. Die zweite Mannschaft fängt um 13 Uhr an zu Hause gegen Frischhoff Göppingen, das als Topspiel datiert ist. Und danach spielt die erste Mannschaft um 15 Uhr gegen Hohenstaufen. Ich bedanke mich. Okay.